Oh, da sind wir auch wieder. Genau. Wir werden uns ein paar weiße Pflanzen zu Hause noch anpflanzen. Und dann gucke ich mal, dass ich die irgendwo anpflanze, wo ein bisschen Platz ist, damit sich die Pflanzen noch ein bisschen ausbreiten können. Und dann gucken wir mal, weil wie gesagt, hier so viele Pflanzen sind wahrscheinlich doch nicht so wachsen. Und ich will hier aber auch, wie gesagt, nicht alles abernten. Erstens verschachtelt das die Natur so, weil durch die weißen Pflanzen sieht es halt relativ lebensfreudig aus, lebensfroh. Aber zum anderen brauchen wir halt extrem viel weiße Farbe. Oh, hier ist ein Busch mit Pflanzen. Sehr schön. Wobei, so einen haben wir, glaube ich, schon. So eine Büsche haben wir, glaube ich, schon, oder? Egal. Es gibt manche Sachen, von denen kann man einfach nicht genug haben. Aha. Da hat sie eiskalt Atemschuhe an. Ich glaube das nicht. Wer macht denn sowas? Weiße Pflanzen, wo sind noch ganz viele davon? Hier schon mal nicht. Schaut da unten. Sieht mittlerweile auch gar nicht mehr so voll aus. Na gut, dann müssen wir halt noch ein paar mehr abpflanzen. Die zum Beispiel kann weg, die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. So, da unten, da sind noch ein paar viele auf einem Fleck. Die können alle weg. Oh, so. Okay. Die kann weg. Jo, ich weiß nicht. Wir haben jetzt 41. Das wirkt mir auch noch ein bisschen sehr wenig, muss ich sagen. Weiß ich nicht, ob mir das reicht. Also reicht tut sowieso nicht, ne? Aber wie gesagt, ich pflanze jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen was an und hoffe, dass sie sich ein bisschen ausbreiten. Gut, das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück nach Hause. Mit unserem wunderschönen Boot. Volle Fahrt voraus. Yay. Tschüss, hier drückt die K1. War schön, dich gekannt zu haben. Sie werden jetzt sterben. Spaß. So, dann schwimmen wir mal, oder wir schwimmen ja nicht, sondern wir fahren ja quasi mit dem Boot. Oh, schicke Landschaft eigentlich. Oh, und schon fängt es auch an zu stockern. Haben wir mal gerade eben kurz den Server ein bisschen gefickt. So, da müssen wir jetzt eigentlich, da müssen wir jetzt eigentlich direkt auf auf unser Haus zu steuern. Wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich bin gerne irre. Wollte ich mal erwähnt haben. Genau, hier kommt jetzt der Dschungel, das heißt, die nächste Insel müsste nur unsere Insel sein. Sehr gut. Ah, langsam kennen wir uns doch hier ein bisschen aus. Dabei ist nicht wirklich ein Dschungel, sondern nur so ein paar Bäume, aber von vorne sieht es halt aus wie so ein Dschungel.
Wie so ein Mini-Dschungel, so ein Bibi-Dschungel. So ein kleines, dieses Stück Scheiße. So. Sind wir jetzt überhaupt richtig? Doch, genau da, genau da. So, das heißt, ich müsste jetzt einmal dran vorbeifahren und kommen da quasi, wenn ich hier jetzt dran vorbeischwimme, genau auf unser Haus drauf zu. Richtig oder falsch? Das muss richtig sein. Ich stütze meine gesamte Lebenstheorie darauf. Hey, was ist das denn für ein Trigger Canyon? Den kenne ich noch gar nicht. LOL. Guckt euch das mal an. Ja, das sah aus. Wow. Okay, also die Stelle kenne ich, aber die Stelle hier hinten habe ich noch gar nicht angeguckt. Bisher bei Hawaii 5.0. Dankeschön. Wobei ich ganz ehrlich hier bleiben. Wir haben bereits ein Boot in der Kiste. Okay. So, achso, nee, komm. Wir pflanzen die Kacke gleich mal an. Das heißt, wir brauchen irgendwo ein bisschen grüne Wiese. Und dann nehmen wir einfach ein paar Blätter und ein paar bisschen Blumen doch und verteilen die hier. Das heißt, wir machen direkt hier eine hin. Die orangen Blumen können weg. Die klauen den weißen Blumen dann bloß das Territorium. Und orange Blumen brauchen wir nur wirklich echt nicht. Also wenn dann weiß und rot, das sind so die Farben, die man eigentlich am meisten braucht. So schön weit verteilen, damit sie sich auch effektiv ausbreiten können. Und die ganzen anderen Blumen nehmen wir mal alle weg. Oh, blau auch noch. Und dann bin ich aber gespannt, ob sich die weißen Blumen ausbreiten. Bei einigermaßen vertragbarer Zeit. Vertretbar ist kein Wort. Nicht, dass ich wüsste. So, ich glaube auch noch. Ah, nee, ist bereits eine. Da ist auch eine. Gut, sehr schön. Gut, schön. Dann haben wir doch soweit schon mal relativ viel. Gut, dann hoffen wir mal, dass sich die Pflanzen noch ausbreiten. Denn wenn nicht, reichen diese 30, die wir gerade dabei haben, bei weitem nicht aus. Oh, hier ist sogar eine weiße Blume. Lol. Hier sind aber viele Blumen. Okay, nee, hier lasse ich das mal. Ich klatsche bloß noch eine mit dazu. Und hier noch eine. Da noch eine. Da noch eine. Da noch eine. Ah, hier kann man richtig gut sehen, wie die sich ausbreiten. Massiv blaue Blumen jetzt mit auf einem Fleck. Dann sollten sich unsere weißen Blumen auch ausbreiten, meine ich doch. Gut, sehr schön. Ich habe mit den weißen Blumen, die wir jetzt natürlich haben, können wir natürlich nicht sehr weit, das ist ja ganz klar. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das heißt, wir haben. Also, ja, den ganzen Schund dann jetzt mal wegtun. Brauchen wir jetzt nicht hier die ganzen anderen Blumen. Haben wir weiße Blumen bereits? Rein zufällig? Hätte ich mal gucken müssen, bevor wir losgegangen sind, ne? Aber wir haben sowieso keine, wie es aussieht. Nee, schade leider nicht. Doch, haben wir natürlich. Wir haben hier auch die anderen farbigen Blumen, denn, wow. Nehmen wir mal hier alle raus und klatschen hier mal die andere Kiste auch rein. Macht ja keinen Sinn, die in zwei Kisten zu haben. Verbraucht bloß Lagerplatz, denke ich mal. JJK1. Hat sich gerade mal wieder zu uns teleportiert.
So, da packen wir die alle mal rein. Ja gut, dann scheint das Leckproblem also echt direkt behoben zu sein. Bin ich ja mal gespannt, ob es, wenn wir dann umgezogen sind, tatsächlich Internet besser ist. Weil das ist hier echt ein Krampf, ganz ehrlich. Das ist so nicht so, wie es sein soll. Okay, was haben wir hier? Ich habe ein paar Blaubeeren. Okay. So, weiße Blumen haben wir immer noch nur 31. Das ist natürlich bei weitem nicht genug. Holz. Wie viel Holz haben wir? Nicht allzu viel, wie es aussieht. Achso, siehst du, für diese Fenster. Kann ich da hier das Holz verwenden oder brauche ich spezielles Holz? Ne, ich brauche das spezielle Holz. Ach Gott, Alter. Können natürlich auch sowas hier als Fenster benutzen. Das sieht so relativ geil aus. Ich weiß nicht. Oh nee, dafür brauche ich Eisen. Und Schmiedeisen in der Stange. Leck mich doch am Arsch. Nee, okay, das wird nichts. Könnte vergessen. Das hier. Maschendrahtzaun. Das ist dann was? Oh, Eisen. Okay, könnte alles vergessen. Nee. Wir bleiben schön bei. Was mache ich denn da? Das da. So, da brauchen wir viermal Farbe. Ah, bekommen aber 8 Fenster daraus. Lol, ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, dann könnten wir vielleicht. Okay, nee, kann ich vergessen. Wir brauchen. Zum daraus machen brauchen wir dann auch wieder weiße Farbe. Schade. Aber was willst du für die großen Fenster? Und die großen Fenster sind ja die wir am meisten brauchen werden. Da bekommen wir aus einer Pflanze kriegen wir 2 Fenster. Sehe ich das jetzt gerade richtig? Wir probieren einfach mal kurz. Ne? Wir probieren einfach mal. Wir machen es einfach mal ganz kurz. Das heißt, da rein. 1, 2, 3. Bam. Da nehmen wir das mal so hier. Du kommst nach da. Und da kommt einmal. Nein, wie war das? Ich habe keine Ahnung. Hä? Achso. Ach, wir brauchen das Ding. Ja, da war was. Und dafür brauchen wir. Ach, wir brauchen auch Glas. Haben wir 60 mal Erde? Nee, ne? Können wir verkehrt. Doch, haben wir. Sehr, sehr schön. Wir haben 60 mal, dann brauchen wir 1, 2, 3. Wir machen erstmal nur 3. 30 möchte ich doch, nicht 3. Genau. Wir brauchen, genau, 30 mal Glas und 30 mal Holz. Dann haben wir schon mal diese komischen Grundgerüste, woraus wir den Fenster machen. Solange wie das hier schmilzt, geht man gleich mal zu unserem Feld und ernte mal ein bisschen. Das sollte jetzt alles fertig sein hier, oder? Ja, sieht fertig aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann. Oh, hier ist noch nicht alles fertig. So, das Wichtigste ist das hier. Da haben wir echt voll viel bekommen. Wow, bin begeistert. Leck mich doch.
So, und dann kam jetzt auch noch dieses neue Weizenzeug. Das ist dann einmal... Und ich bin verwirrt. Das und das. Genau. Na ja, immerhin zwei. Oh. Wow. Als ich das geschrieben habe, da war er bereits weg. Fuck. Habe ich so einfach ganz kurz geschrieben. Egal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ups, das war das Falsche. Ich wollte doch das andere Zeug, das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ah, wird schon irgendwie. So. Habe ich es nochmal geschrieben? Was jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wie weit ist das Glas? Das ist fertig. Achso, ja, wir haben ja auch einen Ofen. Lol. Okay, gut, dann machen wir jetzt mal. Genau, war schon richtig. Das hier in die. Oh, das war ja wunderbar. Ich mach mal manuell rein. Falsch rum? Ja, also. 30 Stück. Okay. Haben wir. So, und jetzt kommt das da rein und. Nein. Erstmal kommt das da rein. Das. Achso, das Reis. Ist gar keine weiße Farbe. So. Habe ich schon 80. Hä? Habe ich mich jetzt komplett verrechnet? Bin ich dumm oder so? Wir haben jetzt schon 80. Digga, ich bin komplett. Wie habe ich denn gerechnet? Keine Ahnung. Lieber nicht nachfragen. Ich habe wahrscheinlich komplett falsch gerechnet. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Fenster. Daraus brauchen wir die Dinger. Das heißt, wir nehmen jetzt, wir machen erstmal die großen Fenster. Das wäre dann ungefähr so hier. Sieht doch geil aus. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Die Fenster müssen wieder ein bisschen geputzt werden, da kann man nicht wirklich gut durchgucken. Die sind ein bisschen gelblich. Aber. So, für die Oberlichter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brauchen wir jetzt diese kleineren Fenster, die hier. Da brauchen wir jetzt 10 Stück, genau. Rechts sogar, genau. Geil! Yay! Jetzt haben wir sogar 30 Fenster zu viel gemacht. Wow! Ich bin ein Genie des Rechnens. Ich bin... Oh Gott, Alter. Yay! Ist doch geil! Wuhu! Damit haben wir also auch schon mal die Fenster. Problem, jetzt komme ich hier gar nicht mehr durch. Das ist nicht so gut. Dann machen wir mal wieder unseren altbewährten Trick. Ah, dachte schon, man verliert die jetzt. Okay. Dann setzen wir nämlich einfach mal zwei hier außen ran. Wenn das geht. So. Ja, sieht ein bisschen scheiße aus, aber ist quasi meine Art, die aufs. Halten wir die wirklich oder verlieren wir die? Ne, bekommen wir zurück.
ist bei MyTest irgendwie so Standard, dass man bei MyTest generell alles behält. So, das kommt dann da rein. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Weiße Farbe haben wir jetzt. Also, okay, dann war das mit den ganzen weißen Blumen anpflanzen. Auch komplett umsonst. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Außer ich soll hier mit Druck. Egal, haben wir schon viele weiße Blumen hier. Bei uns im Vorgarten ist ja auch nicht weiter schlimm. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben jetzt die ganzen Fenster. Das heißt, das nächste wäre jetzt entweder die Einrichtung oder das Dach. Ich würde aber gerne erstmal die Einrichtung machen, damit wir gucken, wie viel Platz wir haben oder wie viel Platz wir nicht haben. Und dann zu wissen, ob wir noch eine Etage draufbauen müssen oder nicht. Das heißt, also zuallererst gehen wir mal hier eine Zwischenwand rein. Wir können hier natürlich auch eine Zwischenwand aus Glas reinmachen. Ist natürlich bei einer Toilette ganz geil, dann sieht jeder sofort, wo man am Kacken ist. Nein, nicht gut. Warum geht die Tür nicht mehr zu? Hallo? Die Kiste. Ah ja, hier sieht man wieder diesen schönen Grafikfehler von meinem Test. Okay, ich komme nicht mehr rein. Da, hat man gerade gesehen. Das ist Wasser verschwindet. Ja, das ist leider so. Das ist bei meinem Test leider irgendwie ein bisschen nicht so schön gemacht. Das ist tatsächlich leider eine Limitierung, die sieht man komplett. Okay, wow. Dann hat sich ja damit unser Ausblick auch schon wieder erledigt. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich jetzt richtig geil. Wow. Das habe ich vergessen. Da war ja was. Ja gut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Ich bin echt mal gespannt, wann dieser Fehler gefixt wird. Weil ich meine, der Fehler ist ja allseits bekannt. Ja, ist ja nicht nur, dass mir das passiert, was habe ich hier gemacht, keine Ahnung. Sondern es ist ein allseits bekannter Fehler. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie schwer dieser Fehler oder wie tiefgreifend dieser Fehler in der MyTest Engine verankert ist. Ob der überhaupt so leicht gefixt werden kann. Weil das Problem ist, ist jetzt wieder nur eine Vermutung von mir. Wie gesagt, ich habe den Quellcode von MyTest nie so genau unter die Lupe genommen. Aber die Sache ist, MyTest versucht zu optimieren. Das heißt, wenn es zum Beispiel hier hat, mehrere Blöcke, die gleiche Textur haben, dann macht MyTest daraus eine große Textur. Das heißt, dieser gesamte Bereich ist hier wahrscheinlich eine große Textur und nicht viele kleine. Und im Rahmen dieser Optimierungen wird auch geguckt, was muss ich überhaupt rendern. Und das Problem ist, wenn man jetzt hier hat, hat man hier Wasser, das sehe ich, also muss das Wasser hier auch gerendert werden. Hier hinter dem Gestein sieht man das Wasser aber sowieso nicht. Das heißt, hinter dem Stein muss das Wasser auch gar nicht erst berechnet werden und geladen werden. Das heißt, mein Test lässt das gleich verschwinden. Aber bei den Fenstern, da ist halt so eine komische Sache. In der Regel wird das Wasser halt quasi dargestellt, aber es gibt Berechnungsfehler, weswegen je nach Blickwinkel, das halt bei manchen Blickwinkeln, zum Beispiel jetzt halt hier, sieht man es ganz gut, manchmal sagt die Engine, okay, man sieht es, also muss ich es berechnen. Und hier unten zum Beispiel wieder, nein, hier ist ja etwas dazwischen, zwischen mir und dem Wasser, also sieht man es nicht, also muss ich das nicht berechnen. Obwohl das halt transparent ist. Und das ist halt, da ist halt die Frage, wie tiefgreifend ist dieser Bug? Und damit dann die Frage, ob der Fehler überhaupt irgendwann mal gefixt werden kann oder ob wir uns da tatsächlich darauf freuen können, dass der Fehler irgendwann mal nicht mehr da ist. Werden wir sehen. Wer weiß, vielleicht zu MyTest 6 irgendwann mal, ne? Ist ja jetzt gerade aktuell MyTest 5. Und wer weiß, vielleicht zu MyTest 6 hat man dann Wasser. Auch bei Fensterscheiben. Das wäre ganz geil. Weil so ist das jetzt natürlich ein bisschen, naja, ein bisschen blöd. Weil natürlich gerade hier unser großes Fenster ist, was schön aufs Meer rausgucken sollte. Und genau auf der Seite ist jetzt der Bug. Weil man sieht ja, hier auf der Seite zum Beispiel ist der Bug nicht. Das heißt, wenn wir jetzt hier unser großes Fenster hinten gemacht hätten, wäre es gar nicht so schlimm gewesen. Haben wir aber nicht. Das ist also jetzt ein bisschen, ja. Na gut, müssen wir mitleben.
dann denken wir uns halt immer das Wasser. Oder wir denken uns halt einfach, dass das Wasser so super klar ist, ja, so absolut sauber, dass man das Wasser einfach gar nicht sieht. Quasi genauso wie mit Fensterscheiben. Saubere Fensterscheiben erkennt man immer daran, dass man da ständig gegenrennt, weil man sie nicht mehr sieht. Okay, lassen wir das. Warum die sich jetzt eigentlich dauerhaft offen? Ich habe keine Ahnung. Gut, wir machen an der Stelle auch am besten jetzt mal Folgenpause und gucken in der nächsten Folge schon mal rein, was wir hier alles bauen wollen. Vielleicht ist dann auch endlich mal die Kiste wieder zu. Das wäre ganz schön. Werden wir dann sehen. In dem Sinne, schau mit V bis zur nächsten Folge.